2 mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Eine erfrischende Unterhaltung bei einer neuen Folge von 2M hoch 2 wünscht Ihnen die Spezialbierbrauerei Forst. Herzlich willkommen bei 2M hoch 2. Wir sind heute in Bozen und dort in der Gärtnereikirche, denn es ist die Woche vom Sankt Valentinstag. L'uomo al quadrato vi porta oggi a Bolzano. Questa è la settimana di San Valentino. Siamo ospiti della Floricoltura Kircher. Ci sono tanti posti in provincia di Bolzano che portano il nome di San Valentino. Non hanno nulla a che fare con il nome del vescovo Valentino, che a iniziare dal V secolo ha portato la parola del Signore in gran parte della Val Venosta. San Valentino è morto nel 470 d.C., le sue spoglie si trovano adesso alla Zenoburg, un castello nei pressi di Merano. In Südtirol gibt es viele Orte, die Sankt Valentin als Namensbestandteil haben, aber die haben alle nichts mit dem Sankt Valentin zu tun, sondern bei dem handelt es sich um einen Missionar, der im 5. Jahrhundert vor allem den Finchgau missionierte. Er starb dann 470 und ist auf der Zenoburg bei Meran begraben. Abbiamo capito insomma che la festa degli innamorati non c'entra nulla con San Valentino, il vescovo originario del nord Europa, ma c'è un altro Valentino, sempre vescovo, originario di Terni, nel Lazio. Lui era famoso per celebrare matrimoni nel corso dei quali regalava fiori che arrivavano dal suo giardino, un buon auspicio per la durata eterna dell'amore dei due sposi. Purtroppo nel 269 d.C. l'imperatore Claudio II decise che il vescovo Valentino doveva morire. L'esecuzione per decapitazione avvenne il giorno del 14 febbraio. So soll es also gewesen sein. Der Bischof von Terni, Sankt Valentin, verheiratete junge Paare, schenkte ihnen dann aus seinem Garten Blumen und die Ehe stand unter einem guten, unzertrennbaren Stern. Dieser Sankt Valentin wurde dann aber am 14. Februar 269 von Claudius II. Enthauptet. Und so hat sich über viele, viele andere Wege heute dieser wunderbare Tag entwickelt. E allora abbiamo capito perché il 14 febbraio, giorno dell'esecuzione del vescovo Valentino da Terni, si celebra la festa degli innamorati. Wir wünschen allen Verliebten und denen, die es noch werden wollen, einen wunderbaren Sankt Valentinstag. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2. Hoch 2 mit freundlicher Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse. Bis zum nächsten Mal bei 2M hoch 2, präsentiert von der Spezialbierbrauerei Forst. Unsere Welt, unser Bier.